Die Europäische Union wird weiter nach Lösungen suchen, um die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Invasion zu unterstützen. Obwohl Ungarn eine Entscheidung über die Bereitstellung von 50 Milliarden Euro aus einem Sonderfonds für Kiew blockiert. Die Mitgliedstaaten wollen Anfang nächsten Jahres zu einer Sondersitzung des Europäischen Rats zusammenkommen, um das Thema zu klären und Ministerpräsident Orbán davon zu überzeugen, grünes Licht für die Finanzhilfe zu geben. In der Zwischenzeit wurden jedoch Vorbereitungen getroffen, um Ungarns Widerstand zu umgehen und einen neuen Mechanismus zwischen den übrigen 26 Mitgliedstaaten einzurichten. We are working very hard, of course, to have a result of where there is an agreement of 27 member states. But I think it is now also necessary to work on potential alternatives to have an operational solution in case that an agreement by 27, so unanimity, is not possible. Ungarn ermöglichte durch eine kurze Gipfelabwesenheit die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine, legte aber sein Veto gegen den Plan der EU ein, die Ukraine aus dem Mehrjahreshaushalt zu finanzieren. Ungarn sagte, die EU solle nicht mehr Geld zur Unterstützung des Krieges schicken, sondern stattdessen die Kämpfe beenden. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, eine Lösung könnte darin bestehen, Geld auf den Finanzmärkten zu beschaffen, anstatt den EU-Haushalt zu nutzen. Of a revision of our budget because of the veto put on the table by Hungary. But this is not a veto, paradoxically, on the funding for Ukraine, because we do have a mechanism to fund Ukraine. We have 18 billion we can raise on the market. It's a QMV decision. It's not unanimity. And it was what we negotiated last year. So I think we can fund Ukraine if we are totally blocked next year. Die 27 Staats- und Regierungschefs konnten sich zudem nicht auf eine gemeinsame Position zum Krieg zwischen Israel und der Hamas einigen. Belgien und Irland drängten auf einen Aufruf zur Waffenruhe, während andere diese Idee ablehnten. Gegenüber Euronews sprach der Präsident Zyperns von der schlimmstmöglichen Entwicklung. Υπάρχει μια δραματική ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχουν επιπτώσεις στην περιοχή, επιπτώσεις που αγγίζουν και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και ερχόμαστε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα κοινό μήνυμα στις χώρες της περιοχής. Nach dem Standpunkt der EU hat Israel das Recht auf Selbstverteidigung, muss aber das humanitäre Völkerrecht beachten.